Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Viele haben mich ja gefragt, was ich für ein Streaming-Setup habe. Das möchte ich euch heute gerne zeigen. Wegen Namensnennung wird in einer der beiden Ecken Werbung stehen. Das hier ist übrigens der Karton, weil ich natürlich nicht weiß, was ich in dem PC drin habe oder in dem Tower, was es auch immer ist. Deswegen lese ich das ein bisschen ab. Fangen wir einmal an mit dem OS. Ist ein Windows 10 System, 64-Bit. Die CPU ist ein Intel Core i7 der 10. Generation. Dann RAM ist ein 16 GB DDR4 Memory. HDD ist eine Terabyte Harddisk, die SSD 256 GB. Optik habe ich nicht. Video ist eine Nvidia GeForce RTX 2060, 6 GB. Networking ist LAN 10, 100, 1000. Dann WLAN ist ein Wi-Fi 6 verbaut. 802, 11 AC und so weiter. Keyboard, Maus und Speaker habe ich nicht in diesem Paket dabei gehabt. Denn ja, habe ich selber schon gekauft, werdet ihr gleich sehen. BIOS ist ein R01 AQ. Ja, und eine Sache habe ich noch hier, die möchte ich euch gerne zeigen. Dafür packe ich das mal eben aus. So. Das ist nämlich, na, die optionale Glasscheibe, die ich demnächst in meinem Rechner einbauen werde. Das werdet ihr aber gleich sehen und verstehen, wie, was und wo. Weil da, wo jetzt noch die Edelstahlplatte ist, kommt dann diese Glasscheibe rein. So, wieder eigentlich ordentlich alles verpacken. Ja, und ihr seht dann gleich die Impression aus meinem Zimmer. Der Rest meines Streaming-Setups. Jetzt passt es natürlich nicht rein, Vorführeffekt, aber viel Spaß jetzt gleich mit den weiteren Impressionen. So, meine Freunde von Robin TV, kommen wir zuerst zu meinen Monitoren. Zwei Philips-Monitore. E. Eine 720p Kreativ-Webcam, die aktuell noch getauscht wird oder eventuell noch getauscht wird. Dann ein Keyboard von Corsair mit Beleuchtung. Hier, daran seht ihr, ja, warum die Taschentücher liegen. Ich bin ein bisschen verschnupft. So. Eine Maus von Rocket Kiro mit dem Mauspad von Kimes Fabian. Jetzt kommen wir eigentlich. Und da steht der Rechner. So. So, meine Freunde von Robin TV,
Jetzt wisst ihr, was ich für ein Streaming-Setup habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächsten Streams, die ich für euch machen kann. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.